Ja, herzlich willkommen. Wir befinden uns heute hier in der neuen Schweigert Firmenzentrale. Ja, die Firmenzentrale hat eine Grundfläche von roundabout 8000 Quadratmeter, auf der zukünftig im Vollausbau bis zu 350 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze haben. Das Nachhaltigkeitsthema ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema. Heute schon für die Zukunft zu bauen, für die nächste Generation. Und dementsprechend haben wir angefangen von einer Geothermieanlage, die Energie ins Gebäude bringt, über eine klassische Dachbegrünungsanlage, Themen wie Photovoltaik, die den Strom für Gebäudebereiche erzeugt, aber auch das Thema eine moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung. Hier sehen wir auch ganz toll verschiedene Bausteine unseres Nachhaltigkeitskonzepts, wie hier auf der rechten Seite beispielsweise, wo gerade die Dachbegrünung heute eingebracht wird, und ein Stückchen weiter auf der Lagerhalle, wo die Photovoltaikanlage errichtet wurde, um hier Eigenenergie zu produzieren. Ja, und ein weiterer Baustein in unserem Nachhaltigkeitskonzept ist einerseits die energieeffiziente LED-Beleuchtung, die wir hier sehen, und andererseits die Gebäudevisualisierung, die ich ganz smart über meine Gebäudevisualisierung ein-, aber auch wieder ausschalten kann. Mit der Geothermie, mit der Wärmeerzeugung, mit der Kälteerzeugung, hier spielt die Musik des ganzen Gebäudes, die Steuerung sowie die komplette Energieeffizienz wird hier in den Räumen abgebildet. Die Betonkernaktivierung ist ein weiterer Bauteil des komplexen Energiekonzeptes, welches hier im Neubau zu finden ist. Einerseits zur Kühlung, andererseits zur Erwärmung des Gebäudes. Ja, wir glauben fest natürlich auch an die Elektromobilität. Dazu haben wir roundabout 12 Ladepunkte mit einer maximalen Kapazität von 22 kW sowie einer Schnellladestation mit 54 kW. Die ganzen Techniken als solches sind natürlich über eine intelligente, smarte Gebäudevisualisierung vernetzt, sodass wir einerseits eine einfache Bedienung über Tablet etc. hinbekommen, aber andererseits natürlich auch Energiedaten aus dem Gebäude entnehmen können. Das Ganze wird über die Optimax-Lösung skaliert und dementsprechend Energieverbräuche auch gesteuert. Daten zusammenführen und daraus Mehrwerte zu generieren. Wie sind die Leistungsverläufe? Welche Verbräuche habe ich? Und wo kann ich eventuell einsparen? Schweigert möchte natürlich auch mit diesem Gebäude, mit der Technik, natürlich nicht nur im Nachgang oder im laufenden Betrieb Einsparpotenziale erwirken, sondern möchte natürlich hier auch eine unternehmerische Verantwortung übernehmen im Rahmen des Klimaschutzes, im Rahmen der Energieeinsparungen, auch für die Welt, für morgen und übermorgen.